Entschuldigung, wir machen weiter bei Yoshi's Strange Quest. Wir gehen noch mal kurz zurück in das Level, was wir gerade geschafft haben. Und zwar so weit, bis wir beim Switch sind. Ich wollte nämlich gucken, was der blaue Block da hinten macht. Und da kommt man nur hin, wenn man den Switch auf On lässt. Und jetzt muss ich... Entschuldigung. Jetzt muss ich kurz niesen, wollte ich sagen. Ah. Das heißt, ich will da irgendwie... Warte mal. So, ich will da irgendwie hochkommen. Reicht das mit dem Viech da? Ich hoffe mal. Ich denke mal schon. Weil sonst wäre das nicht hier, oder? Jawohl, hervorragend. Na gut, das war sogar jetzt einfacher als erwartet. Da muss ich mich da gar nicht rumstressen. Jetzt müssen wir einfach den Quatsch nochmal spielen, kurz. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das so ein Block ist, der, wenn ich 30 Münzen gesammelt habe, mir ein Leben gibt. Aber weil er halt komplett anders aussieht, will ich da sicher gehen. Wobei, sieht er wirklich so komplett anders aus? Im Original ist das doch auch so ein Stern, oder? Ich weiß gerade nicht, wie das Ding im Original aussieht. Aber trotzdem ist er etwas merkwürdig platziert, weil es so geheimnisvoll ist, daran zu kommen. Aber das ist halt wieder einfach nur dieses typische Yoshi-Fanatic-Zeug. Ja, das ist der ganz normale Block. Da kommt jetzt auch kein Leben raus. Na doch. Na gut. Dann können wir auch in dem Slot nochmal durch das Ziel gehen. Dann ist alles in Ordnung. Zack. Wir machen den Emerald Switch. Das war das, was ich jetzt mal angekündigt habe. Der ja immer ein besonderes Gimmick hat. Was mit On-Off zu tun hat. Okay, wir brauchen jetzt ganz viel Yoshi-Fähigkeit. Sind wir Yoshi genug, um durch den Switch zu kommen? Und was mit Sicherheit auch wieder der Fall sein wird, ist, dass wir den ganzen Kram von wegen Yoshi Coins erst zum Schluss holen können, wenn wir schon mal... Ja, das Reset-Ed war klar. Wenn wir schon mal durch waren, weil die letzte Yoshi-Coin ist immer nach dem Switch. Insofern brauche ich mir da gar keine... Kann ich da durchschießen? Aha. Insofern brauche ich mir da gar keine Gedanken machen. So, jetzt kriege ich ihn hier nämlich hierher. Und jetzt... ist ja nicht so viel passiert. Ich meine, dann kann ich zwar hier auch durchschießen, aber das nützt mir jetzt ja nicht so viel. Ach hier, Mensch, ich... bin auch so ein Held. Nee, Moment, ich brauche das Springboard ja hier unten. Hm. Wenn ich hier noch eins hätte. Was schießt denn da oben, Fortner? Ach, das ist das Puffding da unten. Klar. Das hier sind auch keine Blöcke oder so, ne? Nee. Hä? Was habe ich jetzt schon wieder übersehen im ersten Raum? Fuck. Okay.
Das Ding da oben will ich unten haben. Aber ich glaube, das ist auch nur für die Yoshi-Coins. Kann das sein? Was passiert jetzt genau alles bei dem Ach, hier, siehst du. Das habe ich übersehen letztes Mal. Also letztes Mal, gerade eben halt. Ja gut, und jetzt könnte ich natürlich... Ach, ja. Ja, großartig. Ja, jetzt hätte ich natürlich dann da drüben auch noch, aber... Das brauchen wir gar nicht. Danke. Weil wir die Yoshi-Coin noch nicht brauchen. So. Hoffe ich mal. Wahrscheinlich ist es diesmal genau andersrum. Ich sehe es schon kommen. Das wäre gemein. Dann würde ich weinen. Laut. Hier ist der Schlüssel übrigens, den wir wollen. Okay. Gut, da käme ich ran. Da hinten wäre eine Yoshi-Coin. Da komme ich nicht ran. Da komme ich auch noch nicht rein. Ich komme jetzt nach oben. Die Frage ist, will ich das schon? Die Antwort ist ja, denn woanders kann ich gar nicht hin im Moment. Ups. Reicht das von hier? Nein. Muss ich das etwas anders platzieren? Am besten... Großartig! Ja, sehr schön. Am besten so. Dann machen wir die zwei da mal weg. Ja, ich hoffe, ich brauche den nicht mehr. Denn jetzt verliere ich etwas Zeit, bis ich da wieder oben bin. Ach, hier komme ich jetzt sogar rein. Das war jetzt dumm. Nee, passt. Passt sogar. Okay, jetzt hat sich das hier gedreht. Jetzt kann ich hier unten durch und kann mir den P-Switch holen. Und mit dem P-Switch kann ich mir den Schlüssel holen. Aber erst schieße ich den Schlüssel frei, damit ich nicht da zu viel Zeit verliere. Okay, super. Das Springboard nehmen wir mit. Denn damit gäbe es dann hier nochmal eine Yoshi-Coin. Jetzt wäre es interessant zu wissen, wie man da an die andere rankommt, da unten. Aber da können wir uns Gedanken drüber machen, wenn es soweit ist. So, ich habe das Springboard gleich mal mitgenommen. Ich glaube, das ist... Muss ich sogar, oder? Ich käme hier quasi in den Raum zurück. Oh! Ja, schau mal einer, guck. Ich kann also das Springboard sowieso hier rein mitnehmen. Und auch wenn der On-Off falsch wäre, kriegt man den hier gedreht. Ach so, ich verstehe. Okay. Das heißt, man muss das Springboard gar nicht mitnehmen. Naja, na gut. Da ist der Switch schon. Ja, und siehst du, unter dem Switch ist nämlich wieder eine Röhre und da ist dann wieder die letzte Yoshi-Coin. Wie immer. Ist doch klar. Brauchen wir doch gar nicht drüber reden. So, hier schießen wir gleich mal den P-Switch auf. Sehr gut. Danke. Schön, dass es hier genug Eier gibt. So. Da oben ist der blaue, da unten war der graue. Ups, da wollte ich jetzt nicht runter. Ich sollte das Springboard übrigens so setzen, dass es dann auch runter segelt. Also den grauen wollen wir jetzt drücken. Der ist schon da, ne? Genau. Also schnell nach oben.
schnell nach oben. Prima. Und drücken. Und jetzt passiert genau erstmal nichts. Und ich kann auch nichts machen. Sehr gut. So, jetzt ist das hier unten. Jetzt ist der hier runtergefallen. Jetzt ist das Springboard hier. Oh, ich muss mich beeilen. So. Ach so, ja, jetzt haben wir im Prinzip schon gewonnen. Jetzt kann ich mit dem Springboard ja wieder da hoch. Kann dann hier drüber. Und hier unten durch. Und das war's. Hast du dir gedacht? Natürlich dachte ich, dass es vorbei ist. Ah, du bist noch nicht überzeugt, dass ich Yoshis Fähigkeiten kann. Okay. Also gut, wir müssen uns jetzt selbst beweisen. Oh oh. Oh oh, ich habe Angst. Na gut. Also wir wollen hier rein. Das ist jetzt sozusagen dann die ultimative Prüfung. Na gut, dann machen wir hier erstmal auf. Da oben braucht man einen Schlüssel. Hier braucht man einen P-Switch. Also mit P-Switch und On-Off werden wir fertig, weil dann könnte ich hier rein. Aha. Hier käme man dann mit irgendwelchen, irgendwie mit Geschick wahrscheinlich. Entweder mit Geschick oder mit Springboard an die Dings da oben ran. Ah, okay. Ich sehe da was. Komme ich da rein? Oh! Da habe ich einfach mal den blauen P-Switch befreit. Den habe ich gar nicht gesehen, aber das ist ja natürlich gut, wenn der schon mal da ist. Bin ich denn nicht sogar jetzt fertig? Jetzt ist er doch unten. Ah. Okay, das hatte ja... Es wäre zu einfach gewesen, ich gebe es ja zu. Aber was genau habe ich jetzt dann damit erreicht? Irgendwo muss etwas gefallen sein. Aber vielleicht hätte ich da vorher erstmal irgendwo etwas aktivieren müssen. Da bin ich mir jetzt etwas unschlüssig. Ist hier vielleicht irgendwo was runtergefallen jetzt dadurch? Nee, ne? Nee. Natürlich nicht. Hier hätte ich übrigens sehen können, dass da ein Dings P-Switch ist. Okay. Aber jetzt habe ich es verkackt, weil jetzt habe ich den P-Switch hier gedrückt und es ist nirgends was passiert. Das muss ich nochmal zurücksetzen. Ja. Den jetzt zu drücken ist völlig unnütz im Moment. Wir müssen an den Grauen hier irgendwie rankommen. Würde ich ein Ei da oben durchschießen können? Und das ist wahrscheinlich das, was ich können muss. Ja, das haut hin. Ah. Na komm. Können wir auch zurücksetzen.
Aber irgendwie muss ich da auch sowieso reinkommen, weil ich halt den P-Switch brauche. Ich denke aber halt, da komme ich... Ach, den P-Switch, die Yoshi-Coin. Aber ich denke, da komme ich nur rein. Da komme ich von da aus nicht rein, oder? Das sollte mich doch sehr wundern, wenn das von da aus ginge. Dann müsste man da nicht so komisch reinschießen. Ich denke mal, da braucht man dann ein Springboard später für. Und wir haben es ja auch schon gesehen, das Springboard. Ja, natürlich. Wir haben es ja schon gesehen. Oh, warte. Ist das wirklich wie ein normales Yoshi? Ach so. Ich wollte mich ja gar nicht so anstellen. Ich kleiner Vollpfosten. Ja, ja. Lauf ruhig aus, normaler P-Switch. Ich glaube nicht, dass ich dich nochmal brauche. Jetzt drücken wir den hier mal. Wo könnte ich hinschieben? Okay, ich glaube, ich drücke den jetzt mal trotzdem. Irgendwas muss hier passieren. Ja, okay, irgendwas musste ja hier passieren. Sonst wäre das komisch gewesen. Und jetzt kann ich mir theoretisch mit genug Geschick... Kann ich noch nicht. Ach so, das geht ja auch genauso. Ach. Das geht ja genauso. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, dass das hier auch solche Dinger sind. Ja, das wäre natürlich einfacher gewesen, anstatt da rumzuprobieren. Das ist ja wirklich exakt so gesetzt, dass man da durch kann. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, das... Danke. So, jetzt könnte ich mir die Yoshi-Coin holen, bringt mir aber nichts, weil ich die andere eh noch nicht habe. Und ich denke nach wie vor, dass ich sie auch nicht nutzen kann. Insofern, ja. Okay, das ist klar, was ich hier tun muss. So. Allerdings sollte ich das wahrscheinlich... Ne, da komme ich nicht durch, das kann ich knicken. Drücken wir mal noch nicht. Ich meine, dass wir dann hier durchkommen mit dem, ist klar. Und hier, okay. Also machen wir die zweimal weg. Einmal hier. Weitere Münzen sind, glaube ich, hoffentlich nicht da irgendwo noch versteckt. Und einmal hier. Drücken wir den mal. Das hat jetzt so nichts gebracht. Dann drücken wir den nochmal. Oh, wirklich? Ah, verdammt. Ups. Moment, auf welcher Höhe ist denn das Ding? Ich dachte, das war in der Mitte. Ach, nicht in der Mitte. Hm. Genau bei der Tür, natürlich. Warum auch nicht bei der Tür? Ganz im Ernst. Alles andere hätte mich ja auch gewundert. So. Hm,
Wie komme ich jetzt? Alles, was ich jetzt entfernen konnte, war die eine Münze vor dem Schlüssel. Ich weiß nicht, ob das alles war, was ich mit dem P-Switch hier machen sollte. Ich hoffe es einfach mal. Dann käme ich jetzt halt hier ran. Ob man das so soll, weiß ich jetzt nicht. Falsch. Na gut, jetzt käme ich hier oben durch. Gut. Und zack. Ach. Na gut. Können wir nochmal von vorne. Das ist jetzt ja nicht schwierig. Ja, jetzt haben wir es aber geschafft. Ach, natürlich. Natürlich muss ich den oberen Weg zurück. Aber auch das ist jetzt ja keine Drama mehr. Und jetzt könnte man noch dann das Springboard wiederholen, aber da kommen wir auch so in die Röhre. Zack. Wahrscheinlich war es unmöglich. Du hast es geschafft. Ja. Ich krieg das Yoshi Seal of Approval. Ja, Mensch. Gut. Und das nächste Mal sammeln wir dann alle Yoshi Coins in dem Switch ein. Danke fürs Zugucken. Und tschüss.